Willkommen auf Hunt on Demand. Hunderte exklusive Jagdvideos der bekanntesten deutschen Blogger und Filmemacher stehen hier jederzeit auf Abruf für dich bereit. Traumdrückjagden in heimischen Revieren, Weizenschweine, Hirschpunft, Bockjagd und viele weitere Jagdmomente, die dich staunen lassen werden, findest du nur hier auf Hunt on Demand. Und das ist noch lange nicht alles. Werde selbst Teil und geh mit uns gemeinsam auf die Pirsch. Gewinne im Hunting Club Jagdreisen, Equipment und erlebe mit uns die Faszination der Jagd. Jagen. Filmen. Starten. Jetzt ansehen auf Hunt on Demand. Die besten Jagdvideos im Netz. Jetzt einen Monat kostenlos testen. Endlich wieder Drückjagd. Und zwar heute bei wirklich traumhaftem Wetter. Raureif, kalt, also klar, raureif und kalt gehen einher. Und Sonnenschein. Wir haben einen Stand, auf dem wir nicht weit gucken und schießen können. Da hinten ist gerade Kraft. Aber ich denke, ein Stand, mit dem auf jeden Fall Anlauf kommen wird. Wir sind zwischen zwei Brüchern. Und das fühlt sich hier alles sehr, sehr gut an. Falls ihr euch wundert, warum ich heute so reine Haut habe, ich bin noch ungeduscht von gestern Abend, wo wir bei Stern TV waren. Und wir sind jetzt schon wieder in Mecklenburg-Vorpommern zur Drückjagd. Hoffentlich hat sich das gelohnt, hierher zu gucken wieder. So, der Stand ist bezogen. Ich habe heute sehr speziell einen sogenannten Autobahnstand, also quasi einen Zwangswechsel an der Autobahn entlang. Das ist natürlich von der Geräuschkulisse nicht so schön, aber trotzdem sind das oft ganz fängige Stände. Jetzt warten wir mal ab. Auf dem Weg hier haben wir reichlich Sauenfährten gefunden, also ich denke schon, dass es gleich knallen wird. Erstmal ein, zwei Jacken ausziehen. Mir wird das sonst zu warm gerade. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass hier Wechsel lang gehen und hier Wild kommt. Da ein Hund. Ein Bock. Ein Bock. Der ist natürlich nicht frei, der hat Schonzeit.
Habe ich den wirklich zweimal vorbeigeschossen? Ich meine, ganz einfach war das Ganze hier gerade nicht, aber ich habe den wirklich zweimal vorbeigeschossen. Glaube ich. Fuck. Aber ich bei dem Schuss, da bin ich ein bisschen tiefer gekommen, bei dem dann ein bisschen weit vorne. Aber müssen wir auf jeden Fall kontrollieren. Aber ich meine, das war eine Sau von der ganzen Rotte. Den zweiten Schuss könnte sein, dass er den hat. Weiß ich nicht. Das war eine scheiß Situation mit dem ganzen Gestrüpp hier. Ich konnte ihn nicht sehen, ne? Und da war die Sonne. Ich meine, hätte ich den getroffen, hätten die Hunde den jetzt gerade gebeutelt oder so. Müssen wir gleich mal gucken. Ich denke mal, er ist nicht auf dem Film, weil er genau verdeckt stand, aber er stand dann halt und die Chance musste ich nutzen, weil er
war nur 10 Meter entfernt und dann sieht er mich und dann ist er weg. Deswegen habe ich ihn nur nicht geschossen. So, die Treiber haben es gut angekündigt und der Hund ist jetzt genau auf der Fährte. Da kam ein einzelnes Kit. Jetzt, ja, der Hund rennt dran vorbei erstmal. Aber das hat gut gepasst. Also. Das war kein schwerer Schuss auf 30 Meter, glaube ich. Zweites Dreh. Fein gemacht. Tja, das ist krass, Leute. Der Dackel kam auf der Fährte von meinem Frischling lang und gab Spurlaut und plötzlich Standlaut hier in der Dickung. Ich habe den Jagdleiter angerufen und gefragt, ob ich dem Hund zur Hilfe gehen soll, weil ich dachte, dass die Sau vielleicht krank ist. Aber hier liegt unser Frischling mit sauberem Kammerschuss. Ich habe doch geahnt, dass ich ihn gepackt habe. Das war wirklich gut. Ich war mir so sicher, ihn nicht getroffen zu haben, aber der Frischling hat einen blitzsauberen Blattschuss. Und wir hatten die Sau jetzt genau auf der Fluchtfährte langgezogen. Wir hätten dick Lungenschweiße, also wir hätten sie auch so gefunden. Aber weil ihm der Dackel Standlaut gab, ich bin ein bisschen außer Atem. Wollte ich halt dem Hund zur Hilfe gehen, falls die Sau noch lebt. So, und jetzt den Jagdleiter anrufen. Jo, Holland? Jo, richtig gut. Also ich hab die Sau. Hat einen Kammerschuss und der Hund hat einfach tot verwelkt. Wunderbare Arbeit. Jo, sehr gut. Jo, Weidmanns Dank. Hier kommt gerade der Dackel. Und, ach, Paula, drei Stück wild schon. Ja, top. Holland, Weidmanns Heil, ne? Weidmanns Heil. Top. Ich hab gerade erfahren, Paul hat einen Fuchs und zwei Stück Rehwild. Dieser Dackel, ich weiß nicht, ob Jonathan das vorhin gefilmt hat, aber er hat so perfekt die erste Fluchtfährte des Frischlings und dann ab dem Anschluss die ja, Todfluchtfährte perfekt ausgearbeitet mit perfektem Spurlaut und dann plötzlich in der Deckung ein deutliches Standlaut. Ein Todverbeller ist dieser Hund und zwar ein richtig, richtig guter. Wir hatten früher auch mal einen Dackel, der Todverbeller war, der hieß Quickie. Vicky war ein feiner Hund. Ist auch alt geworden. Komm das hier? Hier lang kommen.
Also das sah jetzt so aus, als ob das gesund weggelaufen wäre. Hat aber eine saubere Kugel. Ist noch 50 Meter auf dem Acker gegangen, vielleicht 70. Und ist da dann umgefallen. Liegt. Noch ein Hirsch. Oh, ein Abnormer. Ist der abnorm oder abgebrochen? Ich kann ihn noch hören. Ich wusste nicht, dass sie hier so viel Rotwild haben. Kahlwild ist freigegeben, aber keine Hirsche. Guck mal, der Dackel, wie perfekt er die Fährte aussieht. Ist aber auch unfair, wenn ein Dackel so viel kürzere Beine hat als so ein Hirsch. Wieder ein Bock. Die gleiche wie vorhin sogar. Mäp. Aber auch schwer gewesen, den zu beschießen. Ja. So ganz leicht wäre es nicht gewesen. Das Bild kommt hier wirklich zum Fuchs. Liegt. Fuchs tot. Eine sehr schwierige Situation vom Schießen. Der Fuchs war die ganze Zeit im Gestrüpp und ich konnte die ganze Zeit nicht schießen. Auch konnte ich da nicht schießen, weil da weil ich den Hintergrund nicht einsehen konnte, genau. Aber da hat's dann, hatte ich ihn plötzlich irgendwie drin, ich habe geschossen und der liegt. Super! Interessanter Abschusshirsch. Der Hirsch war bestimmt vom, ich würde sagen, 5., 6. Kopf und ein ungerader 12er. Auf einer Seite nur eine Gabel, keine Krone. Der macht schon Spaß, aber toller Hirsch. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, den kenne ich sogar aus der Feistzeit. Mäh! Ja, da kam gerade ein richtig toller Eissprossenzähne, also bestimmt 4. Kopf, denke ich, und eine saubere Gabel oben, den hätte man guten Gewissens erlegen können. Allerdings war der heute hier nicht frei und deswegen freue ich mich über den Anblick.
war ein abgeworfener Rehbock, der war heute nicht frei. Der Eisprossenzehner, ja. Ja. Sau Nummer 2. Wir wollten gerade das Rehwild filmen, einmal knackt es neben uns, dann kam diese Sau. Von wem ist denn dieser Dackelrüde, der Kurzhaar? Ja. Der kam, also als ich den Frischling geschossen hatte, der kam mir mit Fullspeed lang. Ich habe den da beschossen und der Frischling ist ja noch weit in die Deckung gerannt. Und dann kam der Dackel so 10 Minuten später, spurlaut. Dann am Anschluss hat er kurz angehalten, dann wieder spurlaut und dann gab er standlaut. Eben? Ist das eben passiert? Nee, ganz zu Anfang. Und dann bin ich. Ein Schwein. Was? Und dann bin ich da hingegangen, der Dackel hat astrein tot verbellt. Ja. Der Hund heißt Enno. Kann sein. Ja, das meine. Hat er wirklich grandios gemacht. Ja, Leute, jetzt ist gleich Hahn in Ruhe. Die Treiberwehr ist jetzt einmal komplett durch das Bruch durch. Also sie wollen jetzt noch einmal dahin, wo sie ganz zu Anfang die Sauen hatten. Ich bin gespannt, ob das jetzt noch was hervorbringt. Auf jeden Fall sind die Treiber top motiviert. Die haben richtig Spaß beim Treiben. Das war richtig Spaß, ihnen zuzugucken. Super nette Truppe. Da beutelt gerade ein Drahthaar den Fuchs. Okay, jetzt halt auf. Wahnsinnig tolle Jagd hier. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, mit Leuten jagen zu gehen, die Jagd nicht so verbissen sehen. Wo das alles ein bisschen lockerer ist. Gut organisiert. Sicher, aber trotzdem ein bisschen lockerer. Das macht einfach mehr Spaß. Ich habe nichts dagegen, wenn die Treiber sich in der Dickung unterhalten und ein bisschen dämlich mautschen. Das ist nur lustig. Muss nicht immer alles. Hier wird sich nicht unterhalten. Ich bin auf Yacht, ich in der Disco. Okay, ja gut. Trotzdem bleibt man teil. Ciao. Drei Rehe und ein Fuchs. Bei Paul. Müssen wir noch aufholen. Das Battle zwischen Brüdern, das ist so schlimm, ne? Also auf diesem Stand ist wirklich unfassbar viel Anblick. Ich wollte gerade sagen, dass hier so viel Anblick ist, aber das Bild irgendwie
wenn man nur selten passt. Da kommt dieser Keiler da angelangt. Sau Nummer 3. Ist das krass. Was war das da? Ein geiler Schein. Ich verjagt. Wie schön diese Sau kam, oder? Wie schön sie kam. Ja, Leute, Hahn in Ruhe. Ich mache die Waffe jetzt leer, weil ich sehe sämtliche Stücke und es sind sämtliche Stücke verendet. Wahnsinn, was das für ein krasser Drückjagdtag heute war. Jetzt rufen sie da hinten Rehwild. Ist egal, es ist Hahn in Ruhe. So ein schöner Drückjagdtag. Bestes Wetter, nette Leute, wild. Und ich habe heute auch gar nicht schlecht geschossen. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. So. So, also ich sitze jetzt wirklich hinter einer tollen Strecke, muss ich sagen. Ich habe ein Kitz, ein Schmari und eine uralte Ricke erlegt. Dazu noch einen wunderschönen Winterfuchs, den ich wahrscheinlich sogar abbalgen kann. Das ist absolut ein tolles Ergebnis und Gerold hat ja 2 Sauen. Deswegen bin ich mehr zufrieden und freue mich jetzt aufs Mittag. Der Fuchs. Abzustand. Ja, wir haben das Bild jetzt zusammengezogen. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Also 3 Sauen und ein Fuchs hatte ich in der Kombination auch noch nie auf einer Drückjagd. Es war ein wunderschöner Jagdtag bei bestem Wetter mit wirklich netten Leuten. Ich weiß nicht, das ist für mich eine Traumdrückjagd, wie es heute war. Perfekt. Einfach wunderschön. Ich möchte mich nochmal bei Felix bedanken, dass ich hier kommen durfte und auch filmen durfte, denn das ist definitiv nicht selbstverständlich. Ich hoffe, ich kann mich dafür revanchieren, Felix. Wahnsinn. Wir haben 14 Sauen, 7 Rehe, 5 Füchse und einen Waschbär. Da freue ich mich drüber. Wurde sehr diszipliniert geschossen. Oder hat jemand was anderes mitgekriegt? Also ich habe nicht viele Schüsse mitgekriegt auf jeden Fall. Dafür sieht das ganz gut aus. Wir hatten 2 Nachsuchen. Die sind auch beide erfolgreich. Das freut mich auch. Und ja, möchte ich beginnen mit den Schwarzwildschützen. Gerold Reimann, 3 Sauen. Jonathan, 1 Sau. Ein Schafmeier und 2 Sauen. Thank you.